Hey Pete, das Labor überwacht die Gesundheit der Meeresbewohner. Wir haben hier jede Menge Medikamente, falls du welche brauchst. Die Folgen der Krankheiten sind... Kein lebendes Wesen sollte so etwas erleben müssen. Anscheinend haben die Fische eine bakterielle Infektion. Ich kümmere mich lieber darum, bevor die Nahrung verseucht wird. Im Labor gibt es ein antibakterielles Spray, das die Fische heilt. Ich muss es nur auf das Wasser sprühen. Und zwar schnell, bevor die Menschen krank werden. Zuerst zu den Docks. In den Fässern finde ich sicher die Ursache des Problems. Ich muss sie aus dem Wasser holen. Ich bin's, der freundliche Müllmann aus der Nachbarschaft. Die Fässer sind schlauer als die Typen, gegen die ich sonst kämpfe. Wo die Luft rein ist, kann ich in Ruhe sprühen. Wenn ich es gleichmäßig verteile, trägt es die Strömung überall hin. Ich muss ein großes Gebiet versorgen. Die Fische verteilen es untereinander. Das ist gut, weil ich nicht so weit rausschwingen kann. Die Wasserströmung zeigt, welches Gebiet ich noch versorgen muss. Sagst du meine Mikro? Mehr Fässer. Auf jeden Fall die Quelle der Bakterien. Ich werde sie vernichten. Das Gute an Fässern, sie schießen nicht auf mich. Das Schlechte, sie wissen meine Witze nicht zu schätzen. Ist bereit zum Sprühen. Kommt schon, ihr Fischchen. Das ist gut für euch. Deswegen hatte ich nie ein Aquarium. Irgendjemand meldet es sicher Jameson als Spider-Man, der Wasserverschmutzer. Thank you.
Okay, ich muss irgendwo meine Flossenfreunde scannen und checken, ob sie gesund sind. Spider-Man, ich war bei der Boykottiert im Jugend. Oh mein Gott! Alle gesund. Also nach den Maßstäben der Docs. Wir haben einen Ausbruch im Keim erstickt. Nicht leicht für Oscorp, die Vorteile der Station kleinzureden. Leute fragen mich, was ich von Bürgermeister Osborn halte. Aber Ihre Meinung ist viel wichtiger. Fragen wir den ersten Anrufer. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Hi, ich finde Bürgermeister Osborn macht einen tollen Job. Er hat in der Stadt aufgeräumt und die Wirtschaft angekurbelt. Bei allem Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters. Die Polizei hat für Sicherheit gesorgt und Unternehmer haben die Wirtschaft angekurbelt. Ich finde viele Initiativen des Bürgermeisters gut, wie sein Vorgehen gegen Lebensqualität Verbrechen. Aber er erntet die Lorbeeren für die Arbeit vieler anderer Leute. Er hat hohe Ziele. Das ist nicht schlecht. Aber man sollte sich vor Leuten mit hohen Zielen hüten. Früher sorgte eine wachsame Presse dafür, dass Politiker ehrlich blieben. Aber die ist ein Schatten ihrer selbst. Und jetzt haben sie nur noch mich. Sehr schön. Das behalte ich. Wunderschön. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf.
Okay, Pete. Das Labor hat Futterstellen, die Vögel anlocken und ihre Exkremente analysieren. Ja, du hörst richtig. Ich habe einen Abschluss im Vogeldreck testen. Im Ernst. Sie können Krankheiten übertragen, die für Menschen gefährlich sind. Wir müssen ihren Gesundheitszustand überprüfen. Weißt du, ich wäre so gerne hier, um mir deine schönsten Toilettenwitze anzuhören. Oh oh. Die Tauben sind mit einem gefährlichen Erreger der Vogelgrippe infiziert. Und er ist schon mutiert und kann sich auf Menschen übertragen. Okay, ich kann in Harrys Labor den Impfstoff herstellen. Ich muss mich beeilen, sonst mutieren die Tauben zu Ratten mit Beulenpest. Am besten verteile ich ihn an 3 Hauptmigrationspunkten. Zum Glück hat die Station die Info, wo sie sich befinden. Erster Migrationspunkt ist im Park. Die Vögel verteilen den Impfstoff an ihre Kumpel. Die Tauben dulden, dass ich durch ihr Gebiet fliege. Also schulde ich ihnen was. Ich wette, die Avengers kennen keine Vogeldreckmissionen. Los geht's. Der Impfstoff ist aerogen. Ich kann ihn also in die Bäume sprühen. Okay, das ist geschafft. Jetzt noch 2. Das Spray gefährdet keine Menschen oder Tiere. Aber es heilt die Tauben. Oder löst die Zombie-Tauben-Apokalypse aus. Und noch einer. Jameson macht da sicher was draus. Könnte mir Spider-Man versprüht Giftwolke vorstellen. Ich helfe Tieren gerne. Sie sagen nicht Landplage zu mir oder schießen auf mich oder so. Ist es übertrieben, wenn ich Tierarzt zu meinem Lebenslauf hinzufüge? Spinnenkrise! Ich muss durch! Okay, das sollte schnell wirken. Ich scanne zur Sicherheit lieber ein paar Tauben. Siehst gut aus, Spidey. Nach links. Hey, dreh dich nach da! Rekord. Wie hoch wird sie wohl schaffen? Geschafft. Keine Zombie-Tauben. Warum? Wenn Norman die Wahl gewinnt, explodiert der Kurs. Mit der Maske, Nikola Tesla hat hier Tauben gefüttert. Und Harrys Mom auch. Ich erinnere mich, dass sie uns hergebracht hat. Ich würde es gerne Harry erzählen, aber er reagiert nicht auf Anrufe oder Nachrichten. Hast du schon einen Steuerberater? Ich stehe kurz vor der... Hast du eine... Geschenk vom Boss. Pardon? Lage! Lass das! Spidey! Oh mein Gott! Ich muss es einfach sagen. Du bist mein Held. Hey, Jackson! Hey! Spider-Man! Sorry! Du musst die Oscorp-Forschungsstation überprüfen. Da drin wird angeblich radioaktives Material gelagert. Danke, ich sehe mir das mal an. Ich will nicht hier spüren. Drüben. Mach ein Netz. Es heißt Gastrogarage. Weiter so. Kämpf weiter für das Gute. Oh, wow, es ist Spider-Man. Der. Sehr schön. Ach, ich bin wieder bei so gut wie sicher.
Gang oder so? Solltest du nicht schwingen oder so? Spider-Man! Ja! Spider-Man! Hier drüben! Medien? Hey, bin ein großer Fan. Vorsicht! Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum, wie viele Worte man verwendet, um einen Gedanken auszudrücken? Alles so subjektiv. Ich finde, manche Leute reden nicht genug. Beispielsweise darüber, wer ihr geheimnisvoller Boss ist, für den sie arbeiten. Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden! Ab die Post! Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst mir also helfen? Lass mir einfach dein Geld! Nee, so läuft das nicht! Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das ist nicht bei Menschen. Unter den Masken könnte er alle sein. Moment, sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Weißen, ist mir auch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Das wird wehtun. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Was zum... Du Elender. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen. Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich!
Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Bleib stehen! Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay, Yuri. Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Im Raft wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Das frage ich auch. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Ob König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen wurde? Sehr schön. Nachricht von Doc. Peter, vielleicht war es vorschnell, ihn zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk-Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Post gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Hey, Yuri! Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein guter Cop. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Sofort unterstützen. 10:30, gepanzertes Fahrzeug. Officer Murray Hill, auf weitere Befehle warten.
perfekt. Dämonen rauben einen Panzerwagen aus. Geld kann man auch einfacher verdienen, Jungs. Auch weniger destruktiv. Offenbar Kohle. Raketen! Die haben Raketen! Das nenne ich mal Training. Einheiten. Officer im Gefecht mit den Dämonen. Schüsse. Officer, bitte nach Longacre. Officer, schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Schüsse!
Ich weiß, sogar Schocker mischt damit. Er erledigt Aufträge für die Dämonen. Die meinen es echt ernst. Wollen sie Fisk einfach ersetzen? Das wäre schlimm genug. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Alle Einheiten, 10:30, gepanzertes Fahrzeug, Verdächtige maskiert. Bitte nach Hell's Decks, over. Ich hol sie raus! Hilfe! Hilf! Bitte! Schnell! Einen Panzerwagen ausrauben ist eine Sache, aber hier geht es um Menschen. Ich muss die Dämonen aufhalten. Ein Raketenwerfer weckt einen auf!
diese die Dämonen haben es auf mich abgesehen Sache ist mies. Reden wir über den kostümierten Irren, der buchstäblich eine Bank zerstört hat. Und nein, damit meine ich nicht Herman Schultz. Ich rede von Spider-Man. Schauen Sie, Schultz ist ein Berufsverbrecher, offensichtlich gestört. Er nennt sich selbst Schocker. Also erwarte ich nicht, dass er geistig normal handelt. Aber Spider-Man behauptet, er sei ein Held. Erzählt das den Bankangestellten, die jetzt arbeitslos sind, den Kunden, die unersetzliche Familienerbstücke in den Schließfächern hatten, hätte er nicht warten können, bis Schulz vielleicht draußen ist, bevor er ihn angreift. Natürlich hätte er dann wahrscheinlich ein paar Autos demoliert. Spider-Man betrachtet nämlich unsere Stadt als seinen Spielplatz und ihr Eigentum als seine Spielsachen. Und wie gern er doch sein Spielzeug kaputt macht. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Meld Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Wir müssen an alles denken. Die reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt Fisk hier auf? Jetzt bist du tot! Yeah! Ich treffe immer! Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Gute Nacht! Kannst du mir helfen? Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Überrascht, was? Ja.
mich ruhig bei dir. Alles okay. Träum süß. Bravo 2, Status. Keine Antwort von Bravo 2. Überprüft seine Position. Überprüft seine letzte Position. Du kannst sie nicht ewig verstecken. Verdammt, der schaltet einen nach dem anderen aus. Gut. Soll das ein Pit sein? Das ist dein Ende! Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Hallo, New York! Ich komme! Dass keiner mehr Banken nutzt? Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe. Er denkt wohl, ich wäre leicht zu haben. Ich fühle mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Ruft mehr Verstärkung und regelt den Luftraum ab. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter.